Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zum diesjährigen Leon Hardy-Ritt. Bei dem Wetter, was will man mehr? Ich denke, das ist fast schon wie im Sommer. Besonders begrüßen darf ich unseren Prälat Ludwig Schwind, unseren Diakon Alois Held, Herrn Pfarrer Ammerschläger und Herrn Pfarrer Tschatschäger. Dann darf ich begrüßen unseren Landtagsabgeordneten Hans Reinhardt, unseren Landrat Herrn Hubert Hafner, stellvertretende Landrätin Frau Monika Wiesmüller-Schwab. Dann haben wir unsere umliegenden Bürgermeister, Bürgermeister Georg Schwarz aus Tannhausen, Bürgermeister Robert Hartinger aus Münsterhausen, den Kollegen Anton Pölli aus Zimmelshausen. Dann haben wir noch neuen Bürgermeister Johannes Schropp aus Tannhausen und mein Bürgermeisterkollege aus Köhrheim, den Hermann Lochbronner. Vergessen habe ich hoffentlich keinen. Der Kollege Josef Köller hat sich auch angemeldet gehabt. Wenn er da ist, sehr herzlich gegrüßt. Ja, zum 35. Mal findet dieses Jahr der Leon Hardy-Ritt in Walzhausen statt. 1978 ist er wieder aufgenommen worden. Das haben wir unserem Herrn Prälat Ludwig Schwind zu verdanken, dass er das auch entgegen einiger Ratschläge, die dem abgeraten haben, das wieder anzufangen, sich das Amt zu tun, wieder aufgenommen hat. Zum Glück, muss man sagen, hat er es wieder gemacht. Gerade bei so einem Wetter wie dieses Jahr, denke ich, gibt einem das einfach recht, dass man sowas weiterführt. Es ist eine lange Tradition in Walzhausen. Zur Tradition und Brauchtum gehören aber auch viele ehrenamtliche Helfer, die das Ganze organisieren. Ohne die funktioniert es nicht. Die ganze Arbeit, die an den Pferden hängt, an den Kutschen, an dem ganzen, das ganze Herz zum Richten und das alles durchzuführen, hierfür meinen herzlichen Dank. Ich wünsche allen noch einen schönen Umzug, einen schönen Festtag. In diesem Sinne, vielen Dank. Leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Liebe Brüder und Schwestern, im Innern der Leonhardskapelle ist ein Deckengemälde, auf dem der Bischof von Reims, Remigius, den kleinen Leonhard die heilige Taufe spendet. Unterhalb dieses Bildes ist ein Schriftband, wo Folgendes zu lesen ist. Was wird aus diesem Kind wohl werden? Beim heiligen Leonhard ist es ganz klar, er ist ein Heiliger geworden. Er glaubt hier an Jesus, er folgt Jesus nach. Der Glaube an eine Auferstehung war für ihn selbstverständlich. Letzten Dienstag war in der Zeitung zu lesen, dass nur noch 30% an eine Auferstehung glauben. Das, was Leonhard glaubte, erfüllte er in seinem Leben. Er wurde Priester und Einsiedler. Als Mönch konnte er manche Gefangene befreien und die Sünder hat er auf den rechten Weg geführt. Im Lied, da wird da gesungen, Heiliger Leonhardus, großer Schutzpatron, Heldenlob erschalle laut im Jubelton. Treuer Diener Gottes, Helfer in der Not, großer Wundertäter und Patron im Tod. Dem Dichter dieses Liedes war bewusst, dass Leonhard ein Fürbitter bei Gott ist.
Er beschreibt ihn als Diener Gottes, Helfer in der Not und Fürbitter in der eigenen Sterbestunde. Er war für die Menschen ein Licht, das in der Dunkelheit leuchtet. Und wie schaut es in unserem Leben aus? Der heilige Paulus sagt, wir alle sind zur Heiligkeit berufen. Wir dürfen uns fragen, wo können wir Helfer in der Not oder Licht für andere sein? Denken wir zum Beispiel an das Thema der Nachbarschaftshilfe, was beim letzten Seniorennachmittag in Balzhausen einzusetzen. Leonhard wurde ein Heiliger. Sind wir auf dem Weg, heilig zu werden? Schütze diese Pferde vor Krankheit und Gefahr und halte alle schädlichen Einflüsse von ihnen fern. So können sie den Menschen helfen und eine Freude für ihn sein. Uns aber, die wir deine Größe und Liebe erkennen, führe zum Ziel unseres Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Unseres Erlösers. Befreie unser Herz von aller Enge des Denkens und Strebens und mach es weit für die Liebe zu Gott und dem Nächsten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das wir ein.
ernst genommen und bist den Weg gegangen, den der Herr dir zeigte. Du hast freiwillig auf das Hofleben, Ehrenstellungen und Ämter verzichtet und das Leben als Einsiedler gewählt. Du hast dich ganz dem Wort Jesu verschrieben, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Lass dein Vorbild auch in unsere Gemeinde Nachfolger finden, Menschen, die aus Liebe zu Christus alle Welt und Selbstliebe aufgeben. Denn unsere Zeit braucht bewusste Christen, die den Geist der Überwindung und Opferliebe in ihrem Leben verwirklichen. Als Glaubensbote führte der heilige Leonhard viele Menschen zum Christentum. Als Nothelfer half er Unzähligen in ihren leiblichen und geistigen Anliegen. Er rodete Wald, schuf Siedlungen für Gefangene und Heimatlose und gründete das Kloster Noblat. Wir preisen dich, heiliger Leonhard, du Bote des Glaubens. Du hast keine Not gescheut, um die Freude zu den Menschen zu bringen und die Freiheit der Kinder Gottes. Gott hat sich durch dich verherrlicht. Du bist in der Freude des Herrn. Bitte am Thron Gottes, dass das Werk Jesu weitergeführt wird und dass viele junge Menschen den Ruf vernehmen und dass in keinem Land der Erde die Botschaft Jesu verstummt, dass die Kirche bei allen Völkern Wurzeln schlägt, dass der Glaube in unserer Heimat erhalten bleibt, dass die Völker zusammenkommen zu dem einen Volk Gottes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Thank you.
kurz. Nein, das war schön. Bitte? Ja, vorher nicht so schön. Das war das letzte Jahr besser, oder? Vorher war das nicht so. Ja, es sind so viele, heute ist nicht Hause auch noch was. Nicht Hause ist im Vormittag noch schon in HDR. So.